Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Beyond Two Souls. Beim letzten Mal ist die ganze Hölle losgebrochen hier wieder. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Komm, das ist Wahnsinn, Cole. Wir müssen raus, hier lasst das Militär bezahlen für den Mist. Prinzipiell würde ich zustimmen. Jody, nicht. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Mag sein, aber prinzipiell würde ich den beiden zustimmen. Also, beziehungsweise Cole zustimmen. Ich wollte schon immer einen Helden dort haben. Beziehungsweise eigentlich Ryan zustimmen, aber auch Cole hat recht und Jody hat auch recht und... Ah. Was das angeht, haben halt alle recht. Alle haben recht! Ah, ah, ah. Die Betasonne ist im Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Schon schlecht. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Ich hab's mir anders überlegt. Na doch nicht. Nun, es wäre jetzt gemein, ihn alleine zu lassen. Das ist wohl wahr. Aber... schön ist anders. Die Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. Ja, da hat er recht. Nein, der Trip stand definitiv ein sehr, sehr schnelles Ende. Du darfst nicht zu nah an sie rankommen. Dann los! Eigentlich, wenn sie uns bemerken, sind wir tot. Ja, ja, ist recht, dann seid ihr tot. Prinzipiell würde einen ja dann einfach nur weiter fliegen, oder? Nehme ich mal an. Ich weiß, das klingt egoistisch in dem Moment, aber ist doch so, oder? Oder wie läuft das? Oder stirbt einen, wenn Jody stirbt? Das ist mal eine Überlegung wert, ne? Sehr, sehr schlecht. Fuck! Jody, sie kommen! Ja, sollen sie halt kommen. Ich hab zu tun. Jody, nein! Jody doch! Tada! Tut mir leid, Prinzessin. Du musst jetzt ohne mich weitergehen. Finde ich aber nicht toll. Ich lass dich nicht hier. Finde die Betasonne, Jody. Oder niemand kommt durch. Der hat recht. Komm, Jody. Gerade der Charakter, den ich toll finde. Also der Charakter, der im Spiel am meisten für uns tut. Genau der hat mal wieder solche Probleme. Hat das jetzt was gebracht? Biden hat getan, was er konnte. Ist in dem Fall tatsächlich eine
Naja. Ernst gemeinte Frage. Hat das jetzt was gebracht? Hat das ihm jetzt geholfen? Ich hab keine Ahnung. Wer baut so einen Scheiß? Mal ehrlich. Los, ziehen wir es durch. Die Betasonne. Heißt das im Groben, sie haben tatsächlich eine Sonne erschaffen? So gesehen die zweite Sonne, deswegen Beta? Oder wie muss man sich das wiederum vorstellen? Also Fragen, die nie geklärt werden, aber naja, ich hätte es halt gerne geklärt, so gesehen eigentlich. Ich wollte Ihnen sagen, wie ich mich lieber mache, ich konnte nicht. Überall. Hörst du das? Seelen. Du darfst nicht hinhören. Geh weiter. Ich kann nicht vergessen. Nein, es ist nicht wirklich zu vergessen. Seelen. Mein Gott. Verlorene Seelen. Beruhigend. Sie kreisen uns ein. Ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt als beruhigend auffasse, dass sie es weiß und nichts dagegen tun kann in dem Fall. Aber gut. Mein Baby. Ich suche mein Baby. Hast du es gesehen? Nein, ich... Solange sie sich in Luft auflösen. Da hat man aber echt kein Gefühl von vorankommen. Das fand ich ziemlich interessant anzusehen. Ich kann sie nicht finden. Ich rufe sie, aber keiner kommt. Du bist schon tot. Das unbedingt das Recht, alle in den ins Unglück zu stürzen? Nein? Ah, habe ich mir gedacht. Ich weiß, das ist nicht, was du willst. Ich weiß, das ist auch nicht das, was Alan und Laura gewollt hätten. Das ist, wow, du hast einen Anzug. Ach, ich hab euch vermisst. Ich hab euch so vermisst. Einfach interessant, dass er sich dann tatsächlich im Tod einen Anzug anzieht, anhat, wie auch immer. Du hast für mich. Warum sollte ich jetzt noch was für dich tun? Hi. Seine Suche ist jetzt vorbei. Komm mit. Nun ja, das ist dann das doch recht traurige Ende von Nathan. Fand ich schon. Weiß ich. Es geht so fast schon wieder in Richtung. Ja, er ist jetzt auch abgefrühstückt. Aber. Hm.
da mal nach. Ja, das ist halt. Zack, abgefrühstückt, Ende mit ihm. Das ist schon traurig. Besonders wenn man ihn halt mochte. Naja, und zu guter Letzt, da das hier tatsächlich, ich kann schon mal sagen, es ist hier das Ende. Verflüchte Monster! Ohne Dämmungsgurt werden wir tot! Alles Gameplays im Prinzip. Da das hier das Ende des Gameplays ist. Naja. Mein Einstellungsfeld ist kaputt! Was? Kannst du sicher? Check die Bedienung! Ich sag doch, es funktioniert nicht! Fuck! Fuck, fuck, fuck! Denk da! Mir muss was einfallen. Fuck. Hier. Nein, was soll das? Du hast die beste Chance zur Zerstörung der Betasonne. Jetzt nimm was und tu es! Diese Dinger werden dich zerreißen! Nimm das dämliche Ding und zerstör sofort den Kondensator. Boah, wenn du die willst. Geh jetzt, bevor ich es mir anders überlege. Nippo! Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Es geht nicht, Jody. Es ist zu spät. Es ist nur dann zu spät, wenn man sagt, es ist zu spät und es auch so meint. Sag ich jetzt mal so. Niemals erfahrt die Sonne. Nun, was wir jetzt gerade mit ansehen dürfen, ist tatsächlich im Prinzip die, ja, ihre gesamte Erinnerungskette, sage ich jetzt mal so. All das, was passiert ist. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich mit nicht. Ausreden. Jody, ich mag dir 30 Ärger. Oh, klasse. Wenn man da den Vater wieder trifft, das ist ja... Ganz ruhig, Nora. Ich will sie sehen. Verdammt nochmal, was ist denn hier los? Der Zwilling, er wurde leider von der Nabelschnur erdrosselt. Wir konnten nichts für ihn tun. Ich will meinen Sohn. Das erklärt ein wenig was. Nun hat es in der letzten Menge. Das erklärt tatsächlich eine Menge, zumindest wenn es um Aiden geht. Wir konnten uns nicht verlassen. Unsere Seelen haben uns vereint. Ja, ja. Ich hab dich geliebt. Und dich gehasst die ganze Zeit. Aber du warst ein Teil von mir.
Sie. Leb wohl. Ja, das erklärt jetzt tatsächlich, wer Aiden ist. Es ist ein bisschen spät, aber lieber spät als nie. Und hier gibt es dann scheinbar zwei Enden. Wir haben uns nur für eins entschieden. Solltet ihr es also tatsächlich mal spielen wollen, habt ihr immer noch etwas, auf das ihr euch freuen könnt. Man kann jetzt in die Lichtseite gehen oder die Schattenseite. Ich habe keine Ahnung, was prinzipiell was ergibt. Ob die Lichtseite zwangsläufig jetzt das gute Ende ist, wer weiß. Eine andere Welt. Man wird zum Wind, zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer. Klingt das jetzt gut für euch? Ich weiß es nicht. Eine Welt so gesehen zum Sterben, also. Mich verlieben. Ich liebe dich, Jodie. Alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will. Ja, das hat halt. Die eine Seite ist zum Sterben. Da darf man jetzt gerne sagen, ja, das ist vielleicht jetzt genau das, was sie an dieser Stelle gerne hätte, aber nicht bekommt. Oder eine Seite. Ne? Da ist jetzt definitiv schwer zu sagen, was so gesehen ein gutes Ende wäre, was ein schlechtes Ende. Im Endeffekt läuft es mehr darauf hinaus, dass sie sich entweder fürs Leben oder für den Tod entscheiden darf. Aber das ist immer so eine Wahl. Da weiß man nie, was richtig ist und was falsch. Wenn er mich fragt. Tut gerade keiner, ich weiß, aber. Na, dem ist halt so. Da waren wir und haben gedacht, die Explosion müsste uns doch eh umbringen. Aber nein! Die Sonne implodiert scheinbar nur oder wie auch immer. Ich verstehe halt nicht, wie sie es jetzt überlebt haben und ich bezweifle, dass sie wissen, wie sie es überlebt haben. Ein Wunder. Wir haben es geschafft. Leben noch. Nur ist Aiden nicht mehr da. Und das, nachdem sie jetzt erfahren hat, wer Aiden wirklich ist und sich, ich sag mal, mehr mit ihm anfreunden konnte. Das ist schon duschbäggisch. Nicht ganz so schön oder nett. Und ja, das war der letzte Gameplay-Teil. Wir sehen uns bei den Credits bzw. dem Ending wieder. Und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.